So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben soweit alles, was wir brauchen und werden mal gucken. Hier kommt der! Einer 13 in Bereitschaft! Fuck, ey. Einer 13! Achtung! Die Zeit ist rum, Obermiller! Ruhig, wir werden langsamer. Aber die Bremsen von diesem Ding sind hinüber. Keine Sorge, Herr Obert. Meine Leute werden Ihnen da helfen. Scheiße, Mann, ey. Oh, ich hab dich. Filter wechseln, auch noch machen während des Kampfes. Hab dich. Okay, nein. Was ist denn jetzt los? Fuck. Hä? Ich hab doch einen Filter gewechselt. Echt jetzt? Ah, scheiße, Mann, ey. Ah, das ist ätzend. Dann wechseln wir jetzt gleich erstmal den Filter, bevor wir damit irgendwas anfangen. Damit ich meine Ruhe habe. Verpiss dich. Ich bin nur ein Reizer. Ich gehöre nicht zu Ihnen. Achtung. Platziere die Bombe so nah wie möglich. Weg. Dann kommt. Schneller, schneller, schneller. Ihr müsst echt schnell erfahren. Ach, danke schön. Spartaner sind füreinander da, ne? Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und drücken. Ah, fickt euch, ey. Oh mein Gott, das Jamba, ja. Mann, ey. Jetzt sind wir nicht nur Verräter, sondern auch noch Wasch. Du wolltest, dass ich das mache, ey. Was für ein Wichser, ey.
Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Wäre mal interessant zu wissen, was da los ist. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle fragen uns einfach, wie es jetzt weitergehen soll. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ihr habt wohl schon kapiert, wie die Dinge stehen. Funktioniert dein Zähler denn? Hast du mal nachgeschaut? Ja, alles im grünen Bereich. Hab's zweimal überprüft. Stepans Zähler zeigt auch grün. Wir brauchen hier keine Masken. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso fallen lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, hat das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Schwachsinn, ey. Die wollten einfach nur die Macht um über die Stadt haben. Zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihrem Gewinsel keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Das ist eine Lüge, ey. Zum Beispiel, bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und all die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt, wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne blicken? Ich habe da eine Idee, aber... Artyom, anstatt mit dieser stummen Missbilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störgeräte sein. Also probier es mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wachen erschossen, einen Patrouillenzug zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn der Fall so klar ist? Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Was bedeutet, dass aber ey, ganz ehrlich, wir vorne durchstarten müssen? Ich muss auch kurz Pause machen, ne? Also, ganz ehrlich, für mich bedeutet das eigentlich nur, dass zwar klar, es war Krieg, aber ich bin der Meinung, der Krieg ist vorbei. Und dieses, oh, der Krieg ist nicht vorbei, wir müssen da auf jeden Fall jetzt diese Störsender machen, damit wir abgeschirmt sind, dient doch einzig und allein dem Zweck, dass diese Gesellschaft hier, die Leute, ja, die Hanse, weiterhin die Macht hat. Denn wenn das nicht mehr wäre, dann hätten sie nicht mehr die Macht über Moskau und die ganzen Leute in der Metro, ja, und könnten nicht mehr machen, was sie wollen. Dann würde sich ja wieder was Normales etablieren, eine normale Regierung, ein normales Land, halbwegs normal, den Umständen entsprechend. Also ist es doch eigentlich das Einzige, warum sie dann das sagen, wenn ich so, oh ja, wir ist es nur wegen und nur ausgewählte Leute da einweihen, ist doch nur wirklich dem Machterhalt zu schulden. Ich glaube nicht, dass noch Krieg ist, definitiv nicht. Wenn dann jetzt vielleicht, weil halt so Gruppierungen sich gebildet haben, so wie jetzt hier bei uns, Hanse, Spartaner und so weiter, aber ansonsten... Wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber das ist doch nur eine Legende. Ganz und gar nicht. Ja. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht nur um ihre eigene Sicherheit kümmern? Richtig. Haben? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom ihr Signal einfängt, wirst du es verstehen. Ansonsten gibt es da nichts zu besprechen.
Du glaubst also, dass alles in Ordnung kommt, wenn wir diese Arche finden? Nein. Aber wenn du einen besseren Vorschlag hast, schieß los. Ja, habe ich. Wir müssen für die Menschen aus Moskau einen besseren Ort finden. So wie Artyom das immer vorhatte. Sie alle dem Feind überlassen? Eine tolle Idee. Ich würde sagen, wir lösen erstmal unsere Probleme, bevor wir Moskau treffen. In Ordnung? Wie läuft es, Artyom? Schon etwas gefunden? Da draußen gibt es eine ganze Welt. Eine Welt, in der wir leben könnten. Bislang wissen wir nur dies mit Sicherheit. Die Strahlung ist äußerst gering. Die Luft können wir atmen. Aber was ist mit dem Regen? Na und? In Moskau kann man nicht einmal atmen. Und? Lebt da draußen jemand? Wir wissen es nicht. Wie werden sie uns behandeln? Das weiß ich auch nicht. Was tun Sie, wenn Sie erfahren, dass es in Moskau Überlebende gibt? Auch das weiß ich nicht. Warte einen Moment, was war das? Hört mal alle her. Der Berg hier Montau, die Route von hier sollte also etwa so sein. Das ist unser Ziel. Und ist es das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden Ihnen sagen, dass Moskau noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alles, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Für alle Überlebenden ist es... Ja, abwarten. Wahnsinn, es gibt es dort alleinstehende Frauen. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach... Schenk ein, Damir. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder was? Ah, das. Ach, für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Irgendwas kommt. Die Reise zum Ural ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns wohl gemütlich machen. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Wird aber auch Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Beelzebub. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora, die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer, ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Fällt mir. Ein schöner Name. Klingt ganz gut, aber was für ein Kreuzer. Ja, sag ich dir später. Dann ist das wohl beschlossen. Na dann. Trinken wir auf. Auf die Aurora. Schreckliches Zeug. Hey, Artyom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Okay. Jernoy, voll dann voraus. Jawohl. Voll dann voraus. Was für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Ewig. Egal, wir fahren dorthin. Wie geht's dir, Aljoscha? Oh, Alter. Ich hätte einen Pfeil von Amor. Okay. Weiterhin den Zug erkunden. Wir erkunden mal den Zug, würde ich sagen. Ich kenne dich doch. Nur damit du es weißt. Namen machen Männer interessant. Und wir werden ganz sicher noch viel Schauen begegnen. Na dann, erzähl mal, was ist los? Was geschehen? Ja, ich habe dich nicht davon abgehalten, rauszugehen. Ja, ich habe versucht, es dir auszugehen. Ja, ich habe dir nicht gesagt, dass wir nicht die Einzigen überleben. Aber ich hatte damals auch noch nicht die Freigabe. Das ist ein Staatsgeheimnis, verstehst du? Ich habe die Freigabe erst nach unserem Kampf in D6 bekommen. Sie sagten,
Ich müsste ihre Rekruten ausbilden, weil der Krieg nicht vorbei sein. Meinst du nicht, ich war schockiert? Wofür waren unsere Leute dann in D6 gestorben? Wofür habe ich meine Beine verloren? Aber ich verstand es. Weil der Krieg noch tobte, war die Sicherheit vorrangig. Unsere Leute hätten das verstanden. Also bitte, tu du es auch. Du hättest das bei allen in der Mitte okay. Du bist ein gottverdammter Mythos, ein Messias. Du musst das Volk aus der Höhle führen. Meinst du, du hättest irgendwen gerettet? Erinnerst du dich an den Sturz? Was, wenn Moskau wegen dir gefunden worden wäre? Was, wenn Raketen zu ist aber nicht. Wie auch immer, egal was du von mir hast, ich bin kein Deserteur und ich werde auch nie einer sein. Ich bin bereit, die volle Verantwortung für alles zu teilen. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, mich zu entschuldigen, dann nutze ich sie. Was bedeutet das, wir, wie ein Läufer, der stolpert, immer schneller laufen müssen, um das Gleichgewicht zu halten? Und warten es ja, uns alle wieder ins Stolpern zu bringen. Hast du das verstanden? Ich hoffe sehr. Das wissen wir jetzt, wohin wir laufen müssen. Also rein mit dir, wirf einen Blick auf die Karte, denn unsere Route ist jetzt ziemlich klar. Okay. Sicher? Oh Mann, ey. Andrei Ivanovich, wie lange hast du schon für diese Störsender-Leute? Können wir was trinken oder so? Naja, wir machen erstmal ein Päuschen und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.